Okay, let me start. The topic for the next, I hope, 25 minutes will be connecting intelligences, what we learned developing in inspirational AI, how we called it, and you will find out what all that is about. I think we will bring a bit different perspective on the topic of AI. It's a project that is a bit unusual, I would say, and I will start with a small video so that you get a brief understanding of what we are doing there for now about 3 years. At night, a winding street, surrounded by trees, a house in the distance, the horizon. The road ends behind a hill. One moment in time. How many ways can we perceive this image? How many times can we paint it? How often can we be inspired by it? Enough for a lifetime. This is Unfinished. Roman Lipsky and YQP present the birth of an artificial muse, a machine in search of diversity, inspiration, and transformation. The first true partnership between a painter and artificial intelligence. A neural network was injected with 9 paintings by Lipsky. The machine analyzed different facets of the paintings and adapted Lipsky's style. With time, the system learned to generate an infinite amount of unique images. These images supplied Lipsky with new compositions, perspectives, and themes. For over 2 years, every new painting by Lipsky has been readjusted into the system, creating an ongoing exchange between man and machine. Like a creative mirror, the AI reveals facets of his art that he had never seen before. With help from the digital muse, Lipsky has transformed his artistic language and constantly finds new ways to express himself. Just as the invention of the camera helped painters to explore new perspectives, AI could ultimately introduce a new art with endless possibilities. And this is just the beginning. Exactly, also the beginning of the talk. I think you got a brief understanding of what we did there, but we will now go a bit deeper into that, and we'll talk about the future, what our plans are and what we are currently working on, and what Roman especially, as the painter who is using the artificial muse, is thinking about that and what it is doing with the human intelligence. Yeah, I have my shirt, the HI inside. I think human intelligence is also very important, and I think this in-betweens between artificial and human intelligence is super interesting. So we started with that question now approximately 3 years ago. That was the time when some papers were published, when it started that scientists worked on finding algorithms and finding ways and methods to teach a machine to be creative. Of course, that is nothing new. It started with when computer science started, scientists started to think about that issue, can a machine be creative? But time has changed and we have new possibilities with new algorithms, the computing power that we need, etc. So we asked that ourselves, and we honestly, it started like that. So Roman and me just discussing about how maybe artificial intelligence can be used in the painting process. And during discussion, we also found out, okay, we definitely need to start to build a prototype, as we do it also in the business world when it comes to data science, just starting to build something. And we did that. And what we found out during we did that is that when we are building such a system that is made to collaborate with a painter, it's definitely about that ping pong, about that true dialogue. When you build an AI that is made for a dialogue with a human, it's a totally different approach than creating an AI that will replace or is aimed to replace the creative process. And how that works, how the system works, that is now part of the ping pong with Roman Lipsky, is as it was briefly explained in the video. It started with a pre-trained neural network that is made for classifying cats and dogs on images. Scientists found out that you can use that knowledge
that is part of the network during the, or gets part of the network during the training process, we can use to extract certain features of images, like for example the composition or the brush stroke or color, contrast, and many, many brightness and many, many other features that we can use to deconstruct images, reconstruct new images, and generate an endless amount of new images. So, like that, images come in, features and certain patterns are extracted, and then we are able to, or what we created is, you can think of it like a very clever kaleidoscope. Yeah, we all know that kaleidoscopes from childhood. The Muse is a kind of new generation of kaleidoscope. It brings new perspectives on your own creative work, and it shows you what you also can do, but always based on the creative work that you created by yourself. And today, when we are talking about AI in the field of creativity, it's called creative AI. That's about what the aim of that world of creative AI is usually to create something that replaces the process that before a human being did. Like, for example, I don't know if you know all these examples, like Deep Bach, etc. Systems that are able, for example, to compose new Bach songs. I think what is much more interesting and what we are working on is that field of inspirational AI, where it's more about creating an AI to support artists and to support creative workers in general, and that is a totally different approach. So that approach that we are working on always keeps the human in the loop, and although the person looks very similar to Roman, he's not the guy here, but Roman, maybe you can talk about your perspective on our project. I try my best. Genau, weil wir so international sind, dann fange ich Deutsch zu sprechen. Und eigentlich erzähle ich das Gleiche, was Florian gesagt hat, bloß aus einer ganz anderen Perspektive, aus meiner Perspektive, also eines Malers, der bis den Zeitpunkt, also bis zu dem Moment, wo ich Florian kennengelernt habe, nicht wirklich mit Technologie und schon gar nicht mit AI was zu tun hatte. Und so eben auf diesem Foto, das ist ein bisschen Sinnbild dessen, was uns irgendwie verbunden hat. Wir sind ziemlich verschieden. Wir beschäftigen uns mit komplett anderen Sachen. Ich bin ein Maler, Florian ist ein sehr kreativer Mensch, aber vor allem ein Data Scientist. Und wir sind in der Lage, was wirklich was Tolles, nicht nur schaffen, sondern auch entwickeln. Also ich sag's euch, zwei Maler, wenn die sich zusammentreffen und versuchen, eine mittelschwere Matheaufgabe zu lösen, die scheitern. Dagegen zum Beispiel ein Künstler und ein Wissenschaftler zum Beispiel, ja, die sind in der Lage, viel mehr zu bewegen. Die kommen auf Ideen, von denen die beide nicht wirklich wussten, dass es sowas geben kann. Und so eben wir mit Florian, wir sind nicht nur auf die Idee der Muse, der AI-Muse gekommen, sondern wir sind in der Lage, jetzt irgendwie das alles weiterzuentwickeln und vor allem das ganze Leben, also mein Leben als Künstler, hat sich rasant verändert. Alles, der ganze Geschichte basierte auf meinem großen Wunsch, etwas in meinem Leben zu verändern. Also ich steckte richtig tief in eine Krise. Ich habe schon viele Jahre gemalt, bevor ich Florian kennengelernt habe. Ich habe Sammler, ich habe es in Museen ausgestellt und so weiter. Also ich war ziemlich, habe ich ein Level erreicht, wo ich ruhig von meiner Malerei leben konnte. Nichtsdestotrotz, ich wollte mich weiterentwickeln. Und da bin ich irgendwie persönlich an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Ich kam zu einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste, wie soll ich denn weitermalen? Also mich kopieren, immer wieder das gleiche malen, obwohl es gefragt wurde, wollte ich nicht. Auf eine andere Idee zu kommen, konnte ich irgendwie den Anschluss nicht finden. Oder ich war nicht überzeugt von meinen Versuchen, die ich unternommen habe. Und zusammen, also als ich Florian kennengelernt habe, kamen wir auf eine Idee. Ich habe ihm gezeigt, was ich aktuell male.
Das sind Bilder gewesen, also ich habe ein Motiv genommen und eine multiple Methode angewendet habe und die einzelnen Motive mehrmals gemalt habe. Florian hat es gesehen und sagte zu mir, wenn wir jetzt versuchen, mit diesen Bildern einen Algorithmus zu trainieren, vielleicht bekommen wir etwas Neues, eine neue Qualität. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Es kann risikoreich für dich sein, weil es ist nicht wirklich gut angesehen, wenn sich Maler mit Technologie beschäftigen, also die Sammler und Galeristen wollen das nicht, das ist komischerweise. Nichtsdestotrotz, ich habe mich entschieden und als Motiv nahm ich eben die ganz einfache Straße erstmal, um überhaupt nachvollziehen, was passieren wird. Das ist immer noch eine Magie für mich gewesen und ich wusste nicht, Florian versuchte mir das mehrmals zu erklären, wie das alles funktioniert. Ich brauchte Zeit. Nichtsdestotrotz, ich vertraute ihm und dann deswegen habe ich ein Motiv ausgewählt, ganz einfach eine Straße und mit Licht- und Schattenverhältnissen, um zu sehen, was dann eben, wie die Entwicklung eben ablaufen wird. Dann habe ich das Motiv neunmal gemalt und relativ kurz danach das alles digitalisiert und die Dateien an Florian geschickt und relativ kurz danach bekamen wir die digitale Ergebnisse. Und wie ihr hier sehen könnt, es war einfach überraschend gigantisch. Also es war überraschend richtig gut. Ich habe es gejubelt, denn endlich mal konnte ich meine eigene Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und immer mit der Hintergedanke, dass alles, was hier passiert, die digitalen Bilder basieren auf meiner eigenen Kunst, dass ich immer einen Wunsch hatte, aber dann besonders jetzt in dem Krisenmoment, mich zu verändern. Das hat mich in eine Art Vorfreude versetzt, weil dann erkannte ich die Möglichkeit, dass die Blockade jetzt quasi sich auflösen wird. Relativ schnell, da ich halt mehr tausende digitale Bilder als Lektüre bekommen habe zum Anschauen, in verschiedenen malerischen Stilen, mit einer unglaublichen malerischen Qualität, erkannte ich dieses Potenzial der Zusammenarbeit mit einem System als eine inspirative Quelle. Ja, und man braucht einen Namen dafür. Wir haben das Artificial Intelligence Roman genannt, damit ich auch so, damit ich eine Beziehung aufbauen konnte. Relativ schnell entschlossen wir, das weiter zu kontinuieren und da entwickelte sich so eine Art Dialog. Nicht zu lange. Nee, alles gut. So ein Dialog. Ich war überwältigt von den digitalen Bildern und dann habe angefangen, eben das alles nochmal weiterzumalen, das gleiche Motiv weiter zu behandeln und aber dann mit dem Wunsch, das alles zu verändern und sich ein bisschen stilistisch an diesen digitalen Bildern anzulehnen und die eben als eine Inspiration zu nutzen. Relativ schnell, also mein Wunsch war eben immer abstrakt zu malen, also das Gegenständliche irgendwie aufzugeben. Und relativ schnell kam ich zu den ersten abstrakten Bildern von mir. Das bedeutet für mich, also wenn ein Künstler zum Beispiel seine wunderbare Unterstützung bekommt, wie eben die künstliche Intelligenz ist, kann sehr schnell zu einem die Eigenentwicklung beschleunigt rasant. Und das ist wirklich, ich habe es erfahren, das ist Fakt. Und ich zum ersten Mal konnte ich wirklich über den eigenen Schatten springen, konnte ich wirklich aus der Routine raus eine neue Qualität in eigene Kunst zu schaffen. Das natürlich, wenn ihr die Seite habt, die Informationen habt, die vorher auf der Webseite konnt ihr einfach verfolgen. Die Streaming von der digitalen Bilder verfolgen, konnte ich sehen, was mich dann eben inspiriert. Da ich weiter
da ich weiter das verfolgen wollte, also wir sind seit über 3 Jahren in dem Dialog mit der künstlichen Intelligenz, da ich weiter sehen wollte, was mit mir passiert oder was mit, mit meiner eigenen Kunst passiert, malte ich weiter die abstrakten Bilder, wollte ich nicht sofort dann, also nachdem ich die erste gemalt habe, dann gleich aufgeben, sagen, okay, Mission erfüllt, perfekt. Nein, ich habe es festgestellt, es passiert Folgendes, was komplett anderes, was ich wirklich inzwischen viel wichtiger finde als die Qualität der Bilder zum Beispiel. Durch eben seine Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Bereichen, mit einem Technologen wie Florian oder wie Leute von Birds und Mars, kam zu einer komplett anderen Ansicht oder meine Lebensstilveränderung. Ich bin viel sozialer geworden. Das klingt ein bisschen paradox, durch künstliche Intelligenz ist ein Maler sozialer geworden. Ja? Das ist aber das ist ja auch Fakt. Ich habe es gelernt. Ich bin ein Einzelgänger gewesen. Und es gibt so viele Künstler, die in den Ateliers versteckt versuchen, einfach immer sich immer wieder was zu kreieren. Und die scheitern daran, weil die einfach nicht in der Lage sind, nach vorne zu gehen, mit Leuten zu kooperieren. Die werden auch nicht eingeladen zu solchen Projekten. Deswegen mein Anliegen ist zu sagen, wenn irgendwelche Firmen Innovativteams haben oder Entwicklungsteams haben, dann sollten wirklich in jedem solchen Team soll ich einen Künstler finden. Denn erstmal, die Künstler profitieren davon, aber auch die Firmen oder auch die Designer, die Technologen, die werden von den Künstlern immens profitieren. Denn das ist eben, was die Künstler schaffen oder was die Künstler haben, das ist eine unglaubliche, bedingungslose Kreativität und Freiheit. Freiheit, also mentale Freiheit. Das ist natürlich auch kompliziert, weil es ist technisch sehr schwer, also einen Künstler zu zähmen oder ihn zur Arbeit zu zwingen. Aber wenn er schon irgendwie auf die Sprünge kommt und irgendwie überzeugt ist zu dem, was gerade da entwickelt wird, dann schafft er komplett eine neue Qualität, eine neue Plattform oder eine neue Perspektive für alle. So eben passierte auch mit mir und ich glaube auch mit Florian. Also er ist jetzt ganz anders, hat zumindest eine neue Frisur. Echt? Jetzt wird weniger. Und ich? Nicht nur, dass ich wirklich mein Traum wurde war. Ich bin jetzt abstrakter Maler und ich male weiter. Die Ideen kommen nicht raus. Ich behaupte, ein glücklicher Maler zu sein, was wirklich Seltenheit, dass Künstler glücklich sind. Aber ich habe nämlich wieso? Weil ich keine kreativen Krise mehr habe. Ich habe so viele Ideen, dass ich meine einzige Krise ist einfach das zu nutzen, was ich jetzt als Angebot habe. Oder die Ideen, die sind wie ein Wasserfall. Dazu gehört auch nicht nur die Art, sich dann künstlerisch auszudrücken, aber auch die Art zur Präsentation. Wir haben auch schön, also die Veränderung ist eben, aus einem Maler bin ich ein konzeptueller Künstler geworden. Denn ich glaube wirklich, es geht nicht auf dieses eine Bild oder auf das andere Bild an, sondern es geht auf das Konzept da hinten stark. Das Künstler und Technologie, also Kunst und künstliche Intelligenz passt fantastisch zusammen und man kann es irgendwie auch verbildlichen, man kann daraus Kunst machen, aber wie gesagt, noch eine komplett neue Qualität an Inhalten. Und außerhalb, dass ich stilistisch mich verändert habe, bin ich aus dem Atelier raus, ich male jetzt live immer wieder und ich stehe auch hier vor euch und ich spreche zu euch, das absolut No-Go gewesen. Aber das Wichtigste ist eben, was passiert dann, was im Atelier passiert. Wenn man alleine ist, wenn ich dann eben alleine Bilder male, dann komme ich irgendwie, kommt eben die Gedanke sehr stark, dass nicht die AI, also da, viele haben Ängste und ich werde oft gefragt, hast du nicht Angst, dass eines Tages die Maschine übernimmt, dass die so gut wird, dass du eigentlich nicht mehr zu gebrauchen wirst? Die wird sogar mit einem Roboterarm für dich Bilder anfertigen können. Du wirst vielleicht von AI ersetzt. Das ist aber nicht wahr. Also das ist absolut Unfug, denn das Wichtigste, was passiert, also die Systeme, egal wie wunderbar die sind und schnell und
facettenreich und die sind dazu da, den Menschen zu unterstützen und eigentlich die Kreation, das wirklich das Tollste, ist für den Menschen reserviert. Und was kommt next? Als nächstes? Genau, jetzt geht es nochmal weiter mit, sagen wir mal, den ersten kleinen Eindruck bekommen darüber, was bei uns so passiert in diesem Projekt. Okay, I need to switch to English, sorry. So the question is now, what comes next? And the whole project, we call it unfinished, and that is still the case, and that will be the case for the next years, I'm sure. So it's a never-ending story, and we also need to further develop the AI. So it's not just developing one time the AI, and then it generates everything, and it develops, and it is able to ask us, give me more data, and I will develop new algorithms. Of course, that's not the case, as everywhere when we are talking about applied AI in our days, also in the business world. The question is now, what comes next? So ganz oder gar nicht is here the credo. The techies know the joke. GANs stands for Generative Adversarial Networks. It's a new way of and a new method of neural networks that is able to generate something. And I will dig now a bit deeper into that and show you what we are working now. And what fits very good to our work is this quote from a good friend of us, Professor Dr. Sabine Fischer. She says, the paradox is that the new is new. In this sense, one cannot buy or sell a new, you can only develop it. And that's the case for our project. We are hard working on developing all that by ourselves, and also Roman is interconnected with the development of that technology also. And what we are now working on is a new way of making the dialogue more fluid between Roman and the artificial muse. We are now working with generative adversarial networks that make it possible that, for example, Roman is doing a sketch or giving any input. He's now working with trash, putting trash as an input and then getting some inspiration. And that is working more or less like that, giving an input and getting an output. When we are talking about neural networks, very often these work like that. So a network is classifying something. So for example, classifying cats and dogs on images. And these generative adversarial networks work the other way around. So you train a GAN network, and then the GAN is able to create outputs like images. And an image is in the end a matrix of numbers. So we are able to create these endless kinds of new images by the help of GANs. In the end, of course, also a GAN is just a function, as everything in the field of applied AI. So we train functions, mathematical functions, and enable them, for example, to translate a sketch from Roman in a painting from Roman. So we are creating all these new mathematical functions, and such a generative adversarial networks works basically like that. You have a discriminator and a generator, that is now the short tech part. The discriminator learns, for example, to detect numbers and learns how numbers look like, or a discriminator can learn how muse images of Roman look like. And then you have a generator that tries to create new images based on noise as a starting input. And these two compete against each other, and after some time this generator is able to create endless, in this case, images of numbers that look like real images. And we are using that method for generating now new images, and are also now working on that, and that also already exists, and Roman is using it. Roman can paint sketches, and the sketch is translated into new inspiring images. These generative adversarial networks are used in certain fields. Like here, for example, there's a cool tool where GAN was trained, the function learned how you translate a black and white picture into a colored image. Or there are many examples now where GANs can generate images, so faces. So they learned how human faces look like, and then you can create new human faces. That is also a starting point for many artists now, also media artists, are working with GANs in another way, more in this creative AI field and not in the inspirational AI field, but there are new possibilities for media artists
using that GANs. And one other great example with a cool article that I can definitely recommend is using GANs, for example, in the architectural field. So using GANs to create new plans for houses. And many, many, many use cases that now pop up. Of course, it's a super new field and a super, and we are still in the beginning of that development, but there's a huge power behind that. And we use that to, as said, to create this new tool. That new tool for Roman looks like that. He also has a cool MIDI controller now. So he can use his MIDI controller to control his inspiration. That works like that. He is painting, he has a repository of trained models that we trained. By the way, it's very costly, so there is a barrier, I would say, for example, for art students. If you want to train such networks, it's $50 per day. If you want to train a huge network that is able to create high resolution images, you pay up to $5,000 a week to train such a network. So we always have the reminder in our calendar that says abschalten, like Peter Lustig in the Times of GANs. And there are new, here are some examples how that looks like, how the Muse is able to translate sketches from Roman into new images that Roman then uses for inspiration. And this is very new, that shows that tweet here, for example. We had a presentation at Google, and Sundar, the CEO, tweeted that. I think it's that shows that it's really early stage, also for the companies that are very, very deep into in the field of AI. It also brings us to totally different stages, like that image here shows. So it starts discussion also about in the political area, because of course the future dialogue of human and machines is very, very important also for our society. And I think this is our project can be understood as a vision for how it can work in the future. Our credo is, in the end, eine Muse für alle, a muse for all. So all of us can think about how can you use all that in your own field, in your own business, for example, building your own corporate muse. And we are also, as the time is running, yeah, I will finish it in 10 seconds. We are also working with students, for example, with art students, where we train new models and new networks that they can use for themselves to better understand the future of generative networks and the future of human-machine dialogue. And of course, there's a team behind that, not only us. Many others, like Christian, who will do the next talk, he also developed, was part of the development team. Hi, Christian. And this is the website where you can find out more, and thanks, und seid stets inspiriert. Dankeschön. Okay.